Ist ein Arbeitsbesuch mit stiller Ankunft und kein Staatsbesuch mit großem Besteck. US-Präsident Joe Biden, der ist gestern Abend in Berlin eingetroffen. Neben dem Krieg in der Ukraine dürfte auch der Nahostkonflikt wohl ein zentrales Thema der heutigen Gespräche sein. Ja, zunächst wird Joe Biden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Anschließend ist dann auch noch ein Gespräch mit Bundeskanzler Scholz geplant, zu dem übrigens dann auch Frankreichs Präsident Macron und auch der britische Premier Starmer anreisen werden. Touchdown für Air Force One. Joe Biden ist in Berlin gelandet. Es ist sein Abschiedsbesuch zum Ende seiner Amtszeit und zugleich ein Tag einer guten Nachricht für viele. Der US-Präsident begrüßt den Tod von Hamas-Chef Sinwar. Es ist ein guter Tag für die Welt. Ich habe Netanyahu gratuliert, dass er Sinwar erwischt hat. Er hatte so viel Blut an seinen Händen, amerikanisches Blut, israelisches Blut und anderer. Ich sagte Netanyahu, dass wir sehr zufrieden seien und man jetzt nach vorne schauen müsse, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen und in eine Richtung zu gehen, die uns in die Lage versetzt, die Dinge für die ganze Welt zu verbessern. Es ist Zeit, dass dieser Krieg endet und die Geiseln nach Hause gebracht werden. Der Verkehr wird in Berlin heute oft stillstehen, damit Joe freie Fahrt hat. Zunächst geht es zum Bundespräsidenten. Dort gibt es die höchste Stufe des Bundesverdienstordens. Zuletzt gab es den für George W. Bush Senior im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung im Kanzleramt. Dann ein Quartett. Der Franzose Macron, der Brite Starmer, Biden und der Kanzler, Themen Nahost, die Weltlage und besonders natürlich die Ukraine. Es soll eine Zwischenbilanz gezogen werden. Jetzt ist der Punkt, wo wir einmal uns gemeinsam versuchen, die Karten anzuschauen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen für das weitere Vorgehen. Im Übrigen gibt es keine roten Linien des russischen Präsidenten, die irgendjemand von uns, ob es nun Präsident Biden oder Prime Minister Starmer oder der französische Präsident Macron oder ich sind, für sich zum Maßstab hat. Im Luftraum über Berlin werden Helikopter kreisen. Ein Polizeigroßaufgebot ist im Einsatz. Schon gestern vor der Ankunft demonstrierten 150 Menschen gegen Waffenlieferungen an Israel. Not welcome, Genocide Joe. Ein Slogan, den die übergroße Mehrheit der Berliner sicher nicht teilt. US-Journalist Eric Kirschbaum ist bei uns im Studio. Guten Morgen, Eric. Morgen. Also jetzt dieser Blitzbesuch von Joe Biden. Was ist da jetzt tatsächlich zu erwarten? Wird es da wirklich noch mal um große politische Themen gehen? Oder ist es dann doch auch ein bisschen mehr ein symbolischer Besuch? Ich glaube, für Biden ist es ganz wichtig, Deutschland Danke zu sagen. Olaf Scholz. Olaf Scholz unterstützte Biden die letzten 4 Jahre. Und Biden hat immer gesagt, dass Deutschland ist eigentlich der wichtigste Alliierten, die die USA hat. Und Biden war für Deutschland auch ein Glücksfall. Der hat ziemlich viel gekittet, was in den 4 Jahren davor unter Donald Trump kaputt gemacht worden ist. Aber Biden ist wahrscheinlich der letzte Transatlantiker, die Deutschland erleben wird. Ab Januar wird es ein ganz anderer Ton aus Washington kommen, egal ob das Donald Trump oder Kamala Harris. Ist. Mhm. Deshalb vielleicht auch das Bundesverdienstkreuz für seine transatlantischen Bemühungen. Das bekommt er heute verliehen. Was konkret ist denn da? Du hast gerade gesagt, ja, er hat da gekittet viele Dinge. Was konkret ist denn da passiert in den letzten 4 Jahren? Ja, dass Europa geeint ist gegen Russland, das habe ich noch nie erlebt, dass die Europäer so geeint worden sind. Und das ist der Verdienst von Biden und Blinken. Die haben das wirklich toll gemacht. Und Deutschland war ein Schlüsselland in dieser Konstellation. Ohne dass Deutschland mitgewirkt hat, wäre die europäische Einigung nicht so stark, die Sanktionen gegen Russland nicht passiert. Das war wahrscheinlich Putins Kalkül, dass Deutschland der schwache Glied werden könnte und dass die Deutschen das Gas bräuchten. Aber Biden hat es geschafft, friedlich und hinter der Kulisse, dass Deutschland nicht von der Stange gekommen ist. Und Biden ist sicherlich sehr froh, dass Deutschland doch ein zuverlässiger Partner war, obwohl Deutschland sehr lange gebraucht hat, Waffen an Ukraine zu liefern. Und das hat vielleicht den Krieg ermöglicht, dass Deutschland in den 10 Jahren davor so wenig getan hatte für Ukraine. Übrigens, Bundesverdienstorden, nicht Bundesverdienstkreuz, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, hast du vollkommen recht.
Vor diesem ganzen Hintergrund, wie wird Joe Bidens Präsidentschaft denn jetzt in Erinnerung bleiben? Wird es mehr der ja doch etwas älter gewordene Herr sein, der ja ein bisschen gekämpft hat zum Ende? Oder wird es dann doch eben ja der große Staatsmann, der US-Präsident sein, der nach Donald Trump kam und alles wieder richtig gekittet hat? Das müssen die Historiker noch sagen, aber mein Gefühl ist, dass die Geschichte wird sehr positiv auf Biden zurückgucken. Mhm. Europa ist geeint, Russland könnte Ukraine nicht in einer Woche nehmen. Und Biden auch ging freiwillig von Amt jetzt. Das passiert so gut wie nie in den USA. Angela Merkel hat das gemacht, aber dass ein Präsident sein Amt aufgibt, nicht eine zweite Amtszeit will, in Dienst seiner Partei, in Dienst seines Landes, ist schon eine großartige Sache. Und meine persönliche Gefühl ist, dass Biden geht in die Geschichte sehr stark ein für diese selbstlose Acht, seine Partei eine bessere Chance zu geben, gegen Donald Trump zu gewinnen. Rick Kirschbaum, Dankeschön. Gerne.